Servus, meine Freunde. Wir wählen das Team of the Year. Es geht langsam los. Totti Voting, meine Freunde. Auf geht's zur Abstimmung. Wir machen als erstes das Männer-Team, meine Freunde. Haben wir Allison, Ederson, Samba, Kobel. Ja, meine Freunde, wäre jetzt blöd, ja, wenn ich jetzt einen anderen wählen würde wie Kobel. Wie gesagt, und im Vorfeld kann ich euch schon mal gleich sagen, es kann sich ja jeder das Team wählen, was er möchte, ja. Also knallt die Kommentare schön voll, aber meckert nicht rum. Wie gesagt, das ist hier mein Team, das ist meine Abstimmung. Und ihr könnt halt was anderes wählen. Und da ich ja die ganze Zeit mit Kobel spiele, meine Freunde, wäre ich ja blöd, wenn ich irgendeinen anderen wählen würde, oder? Also, Torhüter, eiskalt Kobel, meine Freunde. Kommen wir mal zu Innenverteidigung. Saliba, Alexander Arnold, wie spielen wir denn hier? 4-3-3, ne? 4-3-3, ja. Ja, eindeutig Van Dijk. Natürlich, ich spiele auch mit Van Dijk. Logisch. Der muss da hin. Saliba bin ich mir noch ein bisschen unsicher. Dante haben wir noch. Marquinhos, Klaus, Arnold, Saliba, wie gesagt. Rimaldo? Nee, Stones auch nicht. Ruben Dias? Viel zu langsam. Weil ich will ja dann auch mit die Leute spielen quasi. Also das ist ja wirklich so, dass ich dann auch versuche, die Leute hier aus dem Team of the Year zu kriegen, ja. Und dann brauche ich hier nicht, so wie jetzt da steht, einen Hummels drin wählen. Auch wenn er eine einigermaßen gute Saison gespielt hat, würde ich ihn trotzdem nicht drin spielen, weil ich würde nicht mit Hummels spielen. Auch nicht als Totti. Würde ich nicht machen. Bremer ist auch geil. Hernandez auch eine starke Saison. Ja. Koundé auch stark. Otamendi auch sehr gut. Ich glaube, ich würde wirklich auf Saliba gehen, meine Freunde. Saliba oder Marquinhos eigentlich, ne? Wir nehmen mal Marquinhos, meine Freunde. Wir nehmen mal Marquinhos. Linke Verteidigung. Was haben wir denn da? Rechts würde ich schon... Oder wir gehen mal erstmal auf rechts, weil mir nämlich gerade hier für Pong ins Auge stoßt. Ich würde dann doch schon rechts für Pong wählen. Ja. Den setzen wir mal da auch hin. Ja, links. Den setzen wir da links hin. Würde ich eigentlich Theo hinten setzen, ne? Wo ist er denn, unser Jutta? Mittelfeld. Was haben wir denn da? Ödegaard. Ödegaard hat ultra lange gespielt. War jetzt ultra lange, aber so 50 bis 70 Spiele. Auf dem RTG-Account genauso. Und ich sage ja immer, den zieht ja auch so oft, ja. Also den würde ich schon mal nicht reinwählen. De Bruyne ist jedes Jahr bei. Rodri, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Wirtz macht ohne sehr starke Saison. Musiala auch, ist klar. Brandt, was haben wir hier noch so? Carilla, Schießer, Rabiot, Mares, Pedri. Gündogan ist auch nicht so. Ja, Bellingham sagen die meisten eigentlich. Normalerweise müsste ich eigentlich Bellingham, Tchouameni und Valverde nehmen. Das ist eigentlich so, ja. Tchouameni hier unten drin, Valverde auf rechts und Bellingham auf links. Das wäre eigentlich so jetzt, oder? Das wir eigentlich hier ein bisschen größer machen. So. Sieht man das ein bisschen besser? Gehen wir mal zum Angriff, meine Freunde. Rechts. Rechts gibt es eigentlich keinen besseren wie Salah. Auch obwohl ich mit Gabriel Martinelli spiele, selber hier, und bin aber total zufrieden mit dem. Aber wie gesagt, Salah gehört einfach nach rechts. Da könnt ihr sagen, was er will. Ist einfach so. Links ist so eine Sache. Grealish, Son, Gourassi muss eigentlich auch mit drin. Bin ich ziemlich der Meinung. Eigentlich ist das hier alles total für den Arsch. Eigentlich hört da Haaland drin. MAP hört natürlich wie immer jedes Jahr mit rein. Ist noch logisch. Und dann Gourassi. Das sind eigentlich die, die da eigentlich rein müssen, ja. Benze, ja, nee. Lever ist auch okay. Messi dies Jahr, nee, würde ich sagen. Wie gesagt, für mich gehört da... Ich würde da wirklich Haaland drin setzen, meine Freunde. Ich würde da Haaland drin setzen und würde MAP nach links setzen. Das wäre so mein Totti-Team, ja. Also, Kobel im Tor, Van Dijk und Marquinhos hinten drinne, linke Verteidigung, Hernandez, rechts für Pong, ZDM, Tchouameni, Valverde und Bellingham machen das Mittelfeld. Linker Flügel, MAP in der Mitte, Haaland als MS und rechter Flügel, Salah, meine Freunde. Und so heben wir das ab.
Genau so würde ich das abgeben. Das wäre auf jeden Fall meine Totti-Abstimmung, meine Freunde. Schreibt mir eure Totti-Abstimmung mal gerne in die Kommentare hinein. Das würde mich mal wirklich interessieren. So, meine Freunde, kommen wir mal zu den Frauenteams. Bei den Frauenteams kenne ich mich ja nun wirklich nicht so richtig aus, ne? Mit wem habe ich denn eigentlich gespielt? Mit Scott. Alexa Putellas habe ich auch mal gespielt. Aber eigentlich spiele ich nur mit den Kerle. Deswegen ist das für mich... Wie gesagt, Erbs finde ich immer total geil. Den Namen... Erbs. Roms. Keine Ahnung. Ich würde mal einfach, weil der Name so geil ist, würde ich wirklich mal Erbs rinsetzen als Torhüter. Na klar, einfach so, ne? Renat, 88, schon so oft gezogen in Verteidigung, aber ich glaube, die hat 58 Tempo bloß. Keine Ahnung. Kann ich euch nicht wirklich sagen. Kratschaui sagt mir auf jeden Fall was. Schon mal gehabt. Ich glaube, schon mal gespielt. Rolfö, eigentlich auch stark. Rolfö würden wir nach links setzen. Bacher natürlich nach rechts. Also ein paar kenne ich ja schon. So 1-2 habe ich ja auch schon mal getestet, aber nicht wirklich. Olga Gamona. Ach ja, stimmt ja. Die müssen wir eigentlich nach links setzen. Das müssen wir nochmal tauschen hier. So. Rolfö in der Mitte und Olga Gamona nach links, genau. Ja, Mittel... Mensch. Mittelfeld, ja. Keine Ahnung, wie gesagt. Putellas auf jeden Fall hier mit rein. Ja, das ist halt das Problem, weil ich halt nicht mit den Frauen spiele, ne? Da kenne ich mich nicht wirklich mit aus. Aber wir wählen einfach mal irgendwelche mit drin hier. Also, Fülle hier. War denn das immer noch so? Ja, da so geil ist. Hier, Oberdorf, Rennmann. Da mache ich hier. So. Georgi, Rinder. Zack. Stürmer. Breiten, auch sehr stark auf dem linken Flügel. Popsmith, Pajor, Schüler. Hansen ist eigentlich, Hansen muss eigentlich mit drin, ne? Keine Ahnung, ich würde einfach mal jetzt auf Diani gehen. Das wäre mein Frauenteam auf jeden Fall. Erbs, Kratschaui und Rolfö in der Mitte. Ja, Olga Gamona, linke Seite, Bacher, rechte Seite. Guero, ZDM, Alexa Putellas und Oberdorf machen der ZM. Reiten, linker Flügel, Hansen, Stürmer und Diani auf dem rechten Flügel. Genauso geben wir das auch ab. Zack, damit sind wir fertig, meine Freunde.